Hallo bei Tokyo Jungle und wir sind ein Büroangestellter und müssen jetzt in Tokio was? Ah, schade, was zu einer. Ja, wie soll man sagen? Da war so eine Katastrophe, ja. Alles kaputt. Also so eine Apokalypse, sag ich mal. Und jetzt sind wir ein Büroangestellter und müssen hier überleben. Aber wir sind kein Fleischfresser. Aber wir können trotzdem einen Huhn jagen. Ja, aber das können wir nicht essen, weil wir sind Pflanzenfresser. Weil der Büroangestellte von heute ist Vegetarier. Aber wir können immerhin unser Gebiet markieren. So macht man es. Zara! Das bringt uns so gar nichts. Wow, wow, wir müssen vor einem Hasen ausweichen. Was machen wir denn mit Bären? Was hast du davon, Hase, dich mit einem Büroangestellten einzulassen? Hier. Können wir Pflanzen essen? Die Büroangestellten sind welche von den wenigen Tieren, die... Oh, Wasser trinken. Ja, die sich nicht fortpflanzen können. Ist ja klar. Muss ja im Büro Geld verdienen. Nee, keine Ahnung. Gut, bei den anderen Tieren sieht man dann, wie die sich... Ja, egal. Nicht so wichtig, nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, wie ich es jetzt auch, oder? Tja, das war irgendwie peinlich. Ich muss sagen, ich habe es schon gesehen, die Hasen können uns einen tödlichen Biss ersetzen. Weil nichts ist gefährlicher für einen ausgewachsenen Büroangestellten als Hasen. Unsere natürlichen Feinde. Aber wir... Also es geht hier... Es ist gerade der Überlebensmodus, nicht der Story-Mode oder sowas. Es geht halt darum, möglichst viele Jahre zu überleben. Nein, keine Angst, keine Echtzeitjahre. Sondern da oben sehen wir 2 Jahre vorbei. Also ich kann jetzt kaum. Also hier, da wo ich hinspringe, da diese Leiste. Die Schweine werden das fertig machen, glaube ich. Okay. Hat uns jetzt überhaupt nichts gebracht und wir haben Hunger, 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 Hunger. Wir brauchen Pflanzen. Wir müssen irgendetwas essen. Sonst wird unser Überleben nicht mal 2 Jahre gebraucht haben. Nein, so darf es nicht enden. Oh, ein Geschenk. Ein Flohshampoo. Na danke. Das wird uns so weiterhelfen. Jetzt haben wir keine Flöhe mehr. Oh, Affen. Ah, Affen, nur Affen. Keine Pflanzen. Pflanze, Wasser trinken. Ah, Pflanzen, Affen. Wow, nein, das ist ein Wolf. Nein, scheiße. Und er hat seinen Rudel gerufen. Schnell, ich hab Hunger. Wir brauchen Pflanzen. Pflanzen. Essen, essen, essen. Komm, ess alle Pflanzen. Genug für dich da. Sich durch Starkriegen verschlechtert. Und wir sehen, unsere Giftigkeit wird angezeigt. Also ist es saurer Regen. Toll. Warum? Warum tust du mir das an, Tokyo Jungle? Also, das Spiel heißt übrigens Tokyo Jungle. Habe ich schon gesagt? Nee, doch, doch. Egal. Das ist eine Sackgasse und Giftigkeit 5. Durch Essen kann sich die Giftigkeit wieder verringern. Und wenn die Giftigkeit 100 ist, dann kriegt man auch Lebensverlust und so. Aber es kann auch sein, dass das Essen dann vergiftet wird bei giftigen Bereichen. Haha, ich fress euch die Pflanzen weg. Aber ich lasse euch trotzdem noch eine Blume. Ah, da kann man runter. Scheiße, 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 scheiße. Okay, wir haben dich hier beseitigt, bevor sie uns beseitigen konnte. Wir werden überleben. Wir sind die Krone der Schöpfung. Wir sind Büroangestellte.
Wir haben mit einem Biss einen Schakal erledigt, denn das können die starken Zähne eines Büroangestellten. Er hat ja lange an Äpfeln und Karotten geübt. Nur für diesen einen Moment, in dem es heißt zu überleben. Zu töten, um zu überleben. Wow. Kein Grund, weil ich so an so. Wow. Stopp. Sie wissen nicht, wo wir sind. Sie haben nicht die Verfolgung aufgenommen. Wir sind zu gut für sie. Ja, nein. Nein, Sackgasse. Ja, nein, nicht gut. Ihr könnt keine Treppen auf, ihr seid Schakale hier. Nein. Ich hab's vergessen. Nein, ich muss überleben. Ich habe es versprochen. Nein, nicht essen. Nicht essen. Ah, doch, das hat uns geheilt. Das war gut, dass du gegessen hast. Wir sind auch irgendwelche Viecher. Nein. Warum ist es dunkel? Ich mag es nicht, wenn es dunkel ist. Oh, Giftigkeitswerk. Oh, ich habe das Gefühl, wir sterben, wenn ich so weitermache. Ah, hier konnte ich hochspringen. Na also. Wow, nein, nicht essen. Nicht essen in solchen Momenten. Ich weiß auch nicht, dass da sowas ist. Ist nicht fair. Okay, aber... Gut, ein Schakal ist jetzt nichts für... Oh, wow. Achso, ist ja auch nur ein. Ja, wenn es jetzt schon so abgeht, wie geht es dann ab, wenn ich Horror im Spiel her? Ja. Muss man sich vorstellen. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Jetzt schleicht er auch nur. Gut, wir werden alle Schakale von hier vertreiben. Und das ist der Eber von vorher. Und eine Hyäne. Und noch eine Hyäne. Das ist jetzt unsere Hut. Wir werden hier jetzt. Ne, wir haben den Ausgang gefunden. Wir gehen jetzt. Erfolgreiche Herausforderung. 2000 Kalorien aufnehmen. Innerhalb von 7 Jahren. Ist es gut oder ist es gut? Okay, wir kommen. Wir sind im Bürogebäude. Unser Ziel ist erreicht. Wir können wieder unsere normalen Tätigkeit als Büroangestellter zugehen. Pflanzen essen. Und in einem Büro hocken. Unserem Büro. Okay, gegen zwei Hyänen können wir es auch noch schaffen. Oh, drei, also vier, fünf. Das sind aber alle, oder? Sechs Hyänen. Ernsthaft. Wir können ja nicht mal essen, deswegen sind Fleischfresser hier auch irgendwie viel besser. Weil die müssen sich verteidigen, aber das, was, wenn sie sich verteidigt haben, können sie ihren Angreifer auch noch essen. Während bei dem Büroangestellten nicht der Fall ist, denn ja, für ihn sind seine Gegner, das lohnt sich gar nicht, denn die Pflanzen bieten ihm viel mehr Nahrung, um durch den Tag zu kommen. Denn er stellt sich jedem Feind, ohne zurückzublicken. Er läuft nicht irgendwie weg, nein. Er läuft mit Stil weg. Neun Jahre haben wir schon überlebt. Ja. Oh, Löwenjunges, oh Mann. Dann ist hier irgendwo ein großer Löwe. Nein. Was ist das? Ich dachte schon, Bär. Ja gut. An dem fällt keine Menschen töten, hab ich gehört. Rein in den Zug. Wow.
Sorry, Gazelle, ich hatte, du hast irgendwas Mieses. Was, sie greift mich an? Nein, 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 nein. Nicht Gazelle, nein. Die können mich auch töten, nein. Ich hab Hunger. Also jetzt hier. Eine Giraffe, hallo? Hilfe! Krokodile, seid ihr hier? Könnt ihr mich schützen? Nein, hier sind ja noch mehr von der Leute. Wow, oh, wow. Oh. Wow. Und Löwe, Junge. Wow. Okay, es kann nicht mehr schlimmer kommen. Ja, sie laufen nicht mehr hinterher. Oh, doch. Sie geben nie auf. Was? Das Vieh läuft mir jetzt nicht auch hinterher, oder? Nein. Wow. Ihr könnt das nicht gegen einen Menschen aufnehmen. Ich hab Hunger. Wir müssen essen. Wir müssen essen. Wir können überleben. Ihr seid nichts weiter als irgendwelche Monster, die eigentlich Tiere sind, aber wir sind das Monster. Aber ich hatte die Gefahr unterschätzt. Unser Leben will nicht mehr steigen. Wieso? Erhöht Lebensanzeige. Da stand's. Okay, Regier von Dugensaka ist verschmutzt. Verschmutzt, das ist. Na, sowas. Dann durch den Zug wieder. Wie immer. Jetzt sind wir drüben. Hallo, 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 niemand da? Kein Löwe oder so, wir sind bald beim Zoo übrigens. Und ich sehe schon eine Pflanze auf unserem Randärchen. Ah ja, die beste Pflanze. Irgendwelche Tiere. Schweine. Ich lasse euch leben, Schweine. Sorgt dafür, dass es eine bessere Welt wird. Premium Ausdauer Dörrfleisch. Mein Traum ist wahr geworden. Ich wollte immer Premium Ausdauer Dörrfleisch. Es ist endlich wahr geworden. Okay. Nicht heiß. Nein, es ist noch geworden. Wo sind die Feinde da? Nein, nur ein Schwein. Kann man ja machen, ist ja nur ein Spiel. Nur deswegen laufe ich jetzt nicht nachts im Zoo und greife jedes Tier an, was ich sehe, weil ich Angst habe, es könnte mich fressen. Also, das ist auch ein Schau. Ich dachte, es wäre irgendwie Hyäne oder so, aber gut, dann lasse ich dann laufen. 13 Jahre überleben wir schon. Seit 13 Jahren nehme ich hier auf. Ohne Pause. Ist das nicht schön? Und, oh, was war das? Nein, Affen, oder? Nein, das ist ein Wolf. Ich sehe hier gar nichts. Ihr wirkt mich niemals. Was ist das da? Und schau, es war. Nein. Ihr kriegt mich niemals. Wow, niemals. Niemals. Nie. 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 Ich bin stärker als ihr. Ich hab nichts gesagt. Melfies. Was hab ich getan? Ich muss entkommen. In den Zoo. Wow, wow, wow. Oh, die kämpfen gegen. Nein, ich hab keine. Wow! Er ruft auch so ein Kudel ein. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Zwei, drei Tiere, die ihr Rudel rufen. Gegen einen. Einen Büroangestellten. Was habe ich ihnen getan? In den. Wow, nicht schon wieder. Es ist immerhin heller geworden.
muss nach unten. Unten, unten. Schneller. Du kannst es schaffen, Büroangestellter. Büroangestellter. Und überlebt schon 14 Jahre. Da wird. Was ist das da hinten? Ich geh doch mal hin. Wird sicher nichts Schlimmes sein. Wie ein Bär oder sowas. Achso, ich dachte, das scheint hier ein riesiger Bär. Dann ist ja okay, wenn die Bären nur so klein sind, wäre die Dimension schon ein bisschen. Ah, Pedro Maus oder Fleisch und herzhafte Hühnerbrust. Esse ich mal. Es ist eh gleich vorbei, also. Werden wir noch am Ende einen Bären treffen? Nein, der Bär plättet uns. Tod. Dieses Wort prägt sich ein in unseren Verlauf. Tod. Tod. Boom.